So, willkommen zurück zum heutigen Video. Wie versprochen, gehen wir jetzt eure Pläne durch. Das heißt Trainingspläne, Ernährungspläne, Supplementpläne. Wir checken das einmal alles und ich gebe meine persönliche Meinung dazu ab. Das heißt nicht, dass ich unbedingt recht habe, dass meine Meinung die bessere ist. Es ist nur meine persönliche. Ich versuche mein Bestes. Wir haben einige Einsendungen bekommen, sowohl von Frauen als auch von Männern. Heute haben wir Robin, mit dem beginnen wir. Wir legen es los und Attacke. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Und letztendlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken. Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Ich blende hier mal an der Seite mein Handybildschirm mit ein. Das heißt, wir gehen einmal gemeinsam den Chat durch. Ich habe selbstverständlich den Namen zensiert. Auch die Bilder, die wir zeigen, sind ohne Kopf. Einfach um den Hobby-Sheriffs, der Kriminalpolizei oder der Polizei etwas zuvorzukommen. Sorry Leute, heute gibt es leider nichts zu holen. Das sind nämlich hauptsächlich Deutsche und wir wollen ja nicht, dass die netten Kollegen hier Türen einrennen. Deswegen, sorry, nächstes Video. Wir fangen jetzt an und zwar hier sind schon mal die ersten Pläne. Wir klicken einfach mal drauf. Ich habe es noch nicht angeguckt. Es scheint ein sehr weit gefächerter Split zu sein. Wir haben hier Tag 1 Arme. Wir gehen einfach mal alles durch. Bizeps Curls, das scheint ein Warm-up zu sein. 20 Wiederholungen, dann 10, 10, 10. Okay, ich habe jetzt nichts hier gelesen von irgendwelchen Sets zu Failure. Das sind einfach nur reguläre Sets. Und so wie ich das sehe, ist das auch ein relativ hohes Volumen. Wir haben hier Arme, dann gefolgt von Quads. 10 Minuten Warm-up, Fahrradfahren, macht Sinn. Mache ich jetzt mittlerweile auch. Vorher habe ich das eher an Maschinen gemacht, jetzt wo ich aber nach High Intensity trainiere, macht es Sinn, einfach um Gelenksflüssigkeit dahin zu transportieren, wo es hingehört. So, dann haben wir tiefe Kniebeugen. Ich würde Kniebeugen immer tief machen. Ich weiß, es gibt vielleicht in irgendeiner Welt einen Sinn, warum man Kniebeugen nur zur Hälfte macht, aber für mein Verständnis macht es immer Sinn, Kniebeugen tief zu machen, weil wir einfach die volle Range of Motion mitnehmen und am untersten Teil in der gedehnten Position da halt auch eben Load drauf bekommen und damit einen riesen Reiz setzen können. Beinpresse, Füße unten. Füße unten ist gemeint, dass er eine verstärkte Knieflexion bekommt. Mehr Knieflexion bedeutet mehr Emphasis auf die Quads, also mehr Aktivität über die Quads und weniger über die Glutes. Gut gewählt. Danach kommt nochmal Hackenschmidt, mein lieber Mann, Alter. Und wir haben jeweils immer 3 Sätze. Das ist schon eine Menge Holz. Also danach wäre ich safe am Arsch. Beinstrecker haben wir nochmal 3 Sätze. Also wir haben vor jeder Übung ein Warm-up mit 20 Reps und dann 10, 10, 10. Ausfallschritte je Bein. Okay, das heißt, wir haben 20 Steps total pro Satz. Ich denke, er läuft da auch durch. Eine links, eine rechts, eine links, eine rechts und so weiter. Adduktoren mache ich genauso. Also allein das Beintraining hier für die Quads, das ist schon eine Menge Holz, Alter, mein lieber Mann. Da wird einiges getan werden müssen, um zu recovern. Dann haben wir Pull. Fahrradfahren würde ich tatsächlich nicht unbedingt machen, wenn ich Pull trainiere. Ganz einfach, weil du halt nichts am Oberkörper aufwärmst. Rudern wäre eine Option. Crosstrainer, ich hasse den scheiß Crosstrainer. Wäre aber auch eine Alternative, weil du halt einfach mit dem Oberkörper ein bisschen mitgehst. So, dann haben wir Latzug mit Rudergriff. Rudergriff ist wahrscheinlich ein enger Griff gemeint. Man kann nämlich auch rudern eben mit einem breiten Griff, aber ich denke, er meint damit einfach den engen Griff. Latzug, Blade Loaded, Hammer Strength. Da gibt es jetzt auch verschiedene, da weiß ich jetzt nicht genau, was es ist. Vorgebeugtes Langhandelrudern, Obergriff. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Traps. Also ich kann jetzt mal sehen, von der ersten Übung, das ist wahrscheinlich im Engen wahrscheinlich eher so ein bisschen Lat fokussiert. Plate Loaded, Hammer Strength, vermute ich auch, ist eher so Lat, Latissimus, Faser Based. Vorgebeugtes Langhandelrudern im Obergriff ist Traps, weil ne, wir machen die Schulterblätter auf. Wer mehr zu dem Rudern und Latzug-Ding und Rückentrainings-Sachen was sehen will, kann unbedingt mal das Rückenvideo abchecken. Da habe ich komplett alles erklärt, jede Übung, die ich mache und warum. Dann haben wir Pullover am Turm, einarmiges Rudern im Stehen, Facepulls am Turm. Okay, ganz ehrlich, ich
schaue mir das jetzt erstmal komplett an, bevor ich meine Meinung dazu abgebe. Da haben wir nochmal Push. Nochmal zurück hier, okay, das ist Pull, Push. Multipresse, Schrägbank, Cable Press sitzend. Sehr geile Übungsauswahl. Und er hält das Ganze für 4 Sekunden. Das heißt, wir haben hier ganz klar Fokus auf die Kontraktion. Fliegende Flachbank mit den Kurzhanteln. Auch wenn ich Kurzhanteln hasse, kleiner Sidekick dazu, macht tatsächlich Sinn, weil wir bei den Kurzhanteln in der gedehnten Position am meisten Load generieren. Also gute Sache, schon mal vorweg. Fliegende am Turm, Lieblingsübung, Überzüge liegend mit der Kurzhantel. Auch geil, aber in dem Moment, wo wir die Brust squeezen, also am obersten Punkt, haben wir fast keinen Druck mehr. Das ist leider der negative Part mit den Kurzhanteln. Das würde ich tatsächlich zum Pull nehmen, weil in dem Moment, wo wir die Kurzhantel nach hinten führen, in den Stretch kommen, ist physikalisch gesehen die Last am höchsten. Also rein wissenschaftlich gesehen macht das für einen Pull-Tag mehr Sinn. Hams, okay, wieder Fahrrad, Beinbeugen sitzen, Kreuzheben, Beinbeugen liegen, das ist 1:1 mein Ablauf. Sumo Squats, okay, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen für die Glutes. Abduktorenmaschine, okay, das ist auch Glutes. Da haben wir nochmal Pull Day Nummer 2, hier haben wir Pull Day 1, okay. Mhm. Wo ist der Push Day 2? Existiert der? Oh, da geht's noch weiter, krass, ja. Okay, Latzug schulterbreit, wollen wir so rühren, Tiefe rudern. Okay, mein lieber Mann, die Trainings hier mit dem Push 1, Hams und Pull 2, das geht tatsächlich. Wir haben hier trotzdem 1, 2, 3, 4, 5 Sätze vorgebeugtes Rudern breit. Okay, meine Meinung gibt's gleich dazu. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, während ich hier fleißig vorlese. Push 2 und Waden. Mhm. Flachbank, plate loaded. Underhand Raised Chest Kabelzug. Underhand Raised Chest Kabelzug. Okay, ist wahrscheinlich von unten nach oben gezogen. Vermute ich mal. Das ist halt wirklich für die letzten kleinen Brustfasern oder die oberen Brustfasern. Wadenheben im Stehen, okay. Da haben wir einen extra Tag für Glutes. Eigenartig für Kerle, muss ich ganz ehrlich gestehen. Hip Thrust, rumänisches Kreuzheben, Kickbacks, Ausfallschritte nach hinten an der Muttipresse. Okay, und Wadenheben im Sitzen. Und dann nochmal ein extra Schultertag. Okay. Seitheben im Sitzen, hintere Schulter, Seitheben im Stehen, also zweimal Seitheben, Frontheben und Schulterpresse. Okay, das war's mit dem Training. Gehen wir erstmal durchs Training durch. Also der Split ist sehr interessant gewählt. Wie ich sehen kann, hat er teilweise den Pull zum Beispiel, er hat zweimal die Woche Pull. In der Regel hat er so alles ein bis zweimal die Woche. Ich vermute, wir werden uns auch gleich mal ein Bild anschauen, dass er gewisse Körperpartien einfach priorisiert hat, was auch Sinn macht. Man kann nicht alles gleichzeitig priorisieren. Das ist sehr schwer umzusetzen. Da muss schon eine Menge Essen rein und eine Menge Stoff und eine Menge Schlaf. Eigentlich, also so glaube ich, ist es nicht umsetzbar für einen Otto-Normalmenschen, der 8 Stunden arbeitet und noch anderen Scheiß zu tun hat. Ich glaube, es macht einfach Sinn, ein oder zwei Muskelgruppen wirklich zu priorisieren und die dann auch wirklich zweimal die Woche zu attackieren. Deswegen hat er vermutlich auch hier den Pull-Plan zweimal die Woche. Insgesamt geht das Ganze 11 Tage lang, gefolgt von einem 12. Tag, das ist ein Rest-Day. Also er trainiert tatsächlich 11 Tage durch, Alter, mein lieber Mann. Ach nein, schaut mal hier. Am ersten Tag hat er auch noch einen Rest-Day. Okay, also vom Rest-Day zu On-Day. Ja, okay, nach jeder dritten Einheit macht er quasi einen Rest-Day. Okay, soweit so gut. Halte ich für sinnvoll. Ich habe das in der Regel auch so gemacht. Und ich habe gemerkt, dass nach dem 4. Tag wirklich da ist die Luft raus, Mann. Da gehe ich ins Training, ich habe schon keinen Bock. Und das ist schon ein Anzeichen für, ey, ist jetzt nicht so, dass ich nicht einfach nur nicht keinen Bock habe, sondern das ist ein Zeichen dafür, so, ey, ist ein bisschen viel, weil eigentlich liebe ich das zu trainieren. Und wenn mein Körper mir sagt so, Digga, mach mal nicht heute, dann ist das so ein Zeichen für, bleib mal eigentlich daheim. Ich habe es in der Regel so gemacht, den Tag habe ich dann noch trainiert und den nächsten Tag off, nachdem ich quasi das Signal bekommen habe. Aber ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, so, ey, nach 3 Tagen ist gut, da sollte man dann mal recovern. In den ersten 3 Tagen hatte Arme, Quads und Pull. Arme sind natürlich mit Pull mit involviert. Er hat dann quasi so einen Tag lang zwischendrin Zeit, um zu regenerieren. Ist okay.
Kann man machen, vorausgesetzt, er hat die nötigen Wachstumsfaktoren mit im Spiel, also sprich Steroide, Anabolika, bla bla, den ganzen Kram. Ich weiß, dass er Stoff benutzt, da kommen wir auch noch gleich zu, das wird interessant. Ist nämlich gar nicht so wenig. Ich habe da so eine kleine Liste schon gesehen, kommen wir aber gleich zu. Erstmal Übungsauswahl, sehr weit gefächert. Er versucht den Muskel in möglichst vielen Winkeln zu treffen, was tendenziell sinnvoll ist. Aber, jetzt kommen wir zum großen Aber, das ist ein relativ hohes Volumen. Ich bin mittlerweile davon weggegangen, mich auf Volumen zu konzentrieren, weil es faktisch und auch meiner Erfahrung nach einfach nicht der Faktor sein kann für Wachstum. Wenn Volumen der Faktor für Wachstum wäre, dann würden wir mit 800 Sätzen Beine besser wachsen als mit 12. Dem ist aber nicht der Fall, sondern es hat sich gezeigt, dass je intensiver man trainiert, sprich auch kürzer, desto besser wachsen die Muskeln. Sprich, um das in aller Deutlichkeit zu sagen, je kürzer wir intensiv trainieren können, desto besser. Tatsache. Das ist der einzige logische, erklärbare Faktor, der wichtig ist, um Muskeln aufzubauen. Ohne mich jetzt auf andere Bezugsquellen zu beziehen, ich nenne jetzt mal eine Dorian Yates. Das ist wirklich so top-notch. Der hat es geschafft, sich in einem Satz quasi aus dem Leben zu schießen. Und das ist für mich wahres High-Intensity-Training. Und ich glaube auch nicht, dass es einen zweiten oder dritten Menschen gibt, der so dermaßen sich zerfetzen kann in einem Satz. Ich habe es einfach noch nie gesehen, außer in diesen alten Videos von ihm selbst. Ich würde eventuell, das ist meine Meinung erstmal dazu, Volumen kürzen, aber dafür die Intensität etwas hochschrauben. Jetzt ist das Ganze etwas verwirrend, weil wir gewisse Tage mehrmals die Woche haben und manche etwas weniger. Wenn wir jetzt von Push 1 ausgehen zu Push 2, haben wir 4 Tage Zeit. Dann haben wir hier von Pull 1 zu Pull 2, haben wir auch wieder 4 Tage Zeit. An und für sich, wenn man alles jeden vierten Tag trainiert, ist das perfekt, meiner Meinung nach. Wenn die Regeneration es zulässt und der Trainingssplit auch, kann man das theoretisch sogar noch verkürzen auf alle 3 Tage. Da muss natürlich irgendwann zwischendrin mal ein Pausentag rein, aber nichtsdestotrotz, den Muskel jeden dritten oder vierten Tag zu trainieren, ist optimal. Also ich glaube, besser geht es in der Theorie nicht. In der Praxis unterscheidet sich das Ganze natürlich von Typ zu Typ. Anyway, Schultern ist tatsächlich ein bisschen viel, in Anführungszeichen viel. Vielleicht hat er einen Fokus drauf gesetzt, da will ich nicht urteilen. Aber ihr dürft niemals vergessen, bei jeder Push-Einheit ist die Schulter mit dabei, bei jeder Pull-Einheit ist die Schulter mit dabei. Und dann trainiert er nochmal extra Schultern und das quasi in Regelmäßigkeit. Im Prinzip haben wir Arme, Quads, Pull und Schultern. Dann haben wir Push 1 und Schultern, Pull 2 und Schultern, Push 2 und Schultern und dann nochmal Schulter. Also die wird schon relativ häufig und in sehr hoher Frequenz geballert. Wenn er es recovern kann, gute Nummer, muss aber aufpassen, wenn er merkt, ey, irgendwie ich werde schwächer und schwächer, muss er schauen, dass er den Split etwas umstellt. Also kurz vorweg, Übungsauswahl, gibt's nichts zu meckern. Ich habe jetzt keine Übung gefunden, wo ich sage, okay, das ist irgendwie Bullshit, was er macht. Wobei der Glute-Tag an sich ist schon ein bisschen fragwürdig für mich, weil bei guten Compound-Moves, wie zum Beispiel Squats und Beinpresse, hast du Glutes mit dabei. Bei Deadlifts ist genauso mit dabei. Ich habe zum Beispiel einen riesen Arsch und ich habe noch nie einen Glute-Day gemacht. Lach nicht. Ich habe noch nie einen Arsch-Tag gemacht. Vielleicht, ich habe schon ewig keine Hip-Thrust. Ab morgen sind Hip-Thrust dran. Okay. Ja, Hip Thrust gehört aber tatsächlich zum Hamstring-Tag mit dazu. Ich habe keinen eigenen J-Lo-Tag. Wenn er eine Schwäche hat in den Glutes und sagt, irgendwie ich brauche noch einen richtig dicken Arsch, dann macht das Sinn, tatsächlich. Aber das finde ich das einzige Fragwürdige. Also ich würde sagen, 90% ist das Ding relativ geil. Abgesehen für meine persönliche Einschätzung des Volumens. Das würde ich ein bisschen kürzen und dafür intensiver ballern. Wir haben ja auch noch ein paar Drop, also hier sehe ich ein Dropset, da unten sind auch mal Dropsets. Also ein bisschen Intensität ist mit dabei. Ich glaube nicht, dass er Larifari trainiert. Der Kerl sieht nämlich schon ganz schön ordentlich aus. Wir gehen jetzt mal weiter Richtung Oh, da seht ihr mal. Okay, hier ist einiges nötig, um diesen Workload zu erfüllen. Beziehungsweise das Volumen irgendwie wegzuregenerieren. Und dazu brauchst du wirklich viel Essen. 5296 Kalorien.
Das ist schon eine ganze Menge, fast 300 Gramm Protein. Zeigt auch, dass das hier wahrscheinlich was mit Juice zu tun hat, weil wir hier von 300 Gramm Protein sprechen. Da macht es schon Sinn, um das konvertieren zu können ordentlich, dass man da ein bisschen Stoff mit reinknallt. Kohlenhydrate 420, ist auch gar nicht so niedrig. Und Fett 146, ist schon hoch. Also man sagt so pauschal, braucht man so ein Gramm und so. Macht aber Sinn, und zwar aus folgendem Grund, aufgepasst. Der Kerl hat schon fast über 400 Gramm Carbs. Jetzt könnte der natürlich 600 essen oder 700. Aber vergesst nicht, Leute, das ist eine riesen Menge in cleanem Food. Wir reden hier nicht von If It Fits My Macro und ich esse hier ein paar Burger und Pizza und Süßigkeiten, Haribos und Cornflakes, sondern der Kerl ist relativ sauber. Seht ihr auch gleich. Sprich, er wird mit Fetten die Kalorien nach oben bringen. Denn ein Gramm Fett hat doppelt so viel Kalorien wie zum Beispiel ein Kohlenhydrat. Meine Frau ist da die Vorzeigelehrerin, die unterrichtet da an Universitäten. Die kann euch genau aufs Kommagramm sagen, was die Makronährstoffe an Kalorien haben. Aber ich kann schon mal sagen, das Fett ist wahrscheinlich so hoch, nicht weil er es unbedingt braucht, sondern weil er damit die Menge an Kohlenhydraten reduzieren kann, um auf seine Kalorien zu kommen. So, Mahlzeit Nummer 1, wir gehen jetzt einfach mal durch hier. Haferflocken, Vollmilch, Banane. Allein von der Auswahl her nicht geil. So wie sich das für mich anhört, nur die erste Mahlzeit, nur, also wir reden hier nur von der ersten Mahlzeit. Es kommt immer auf die Gesamtbilanz der Makros an, nicht vergessen. Erste Mahlzeit, Haferflocken, so, da fehlt mir einfach das Protein. Da fehlt mir ein bisschen Whey oder da fehlen mir Eier. Anyway, hat er hier gesamt fast 700 Kalorien, 23 Gramm Protein. Wie gesagt, ist tatsächlich etwas wenig. 100 Gramm Carbs, 18 Gramm Fett. An und für sich, Lebensmittelauswahl. Okay, ich bin jetzt nicht der Fan von Vollmilch, wenn ich ehrlich bin. Aber, naja, wie gesagt, mir fehlt einfach, ich würde vielleicht die Milch raushauen. Die ist für mich nicht notwendig so. Ich sehe da jetzt keinen Benefit von. Ich würde das tatsächlich vielleicht mit Almond Milk oder Wasser und einem Proteinshake. Dann können wir die Proteine hochbringen und einfach die Milch raus. Ich bin kein Gegner von Milch, aber ich sehe die Notwendigkeit einfach nicht. Vor allem kann Milch einfach zu Problemen führen. Thema Haut und Pickel und Verdauung wegen der Laktose. Nicht jeder verträgt Laktose. Und nur wenn man nicht Durchfall bekommt oder sich übergeben muss, heißt es, dass man gut Milch verdauen kann. Es kann auch einfach sein, dass man Pickel bekommt, die Verdauung so ein bisschen streikt, aber man es eigentlich gar nicht rafft, weil es schon immer so war. Ihr versteht? Einfach um es zu optimieren, Milch raus, dafür vielleicht ein bisschen Whey rein und Wasser. Ich kenne aber den Grund, wieso da kein extra Protein drin ist, denn er hat in allen anderen Mahlzeiten schon einen Haufen Protein mit drin. Wir haben hier, wie gesagt, fast 300 Gramm Protein. Macht also in dieser Hinsicht Sinn, dass er da jetzt keine extra Proteinquellen einbaut. Dann haben wir einen Snack, der hat fast 400 Kalorien. Griechischer Joghurt, Mandeln und Honig. Honig, ja, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt die Notwendigkeit. Ich denke, der Typ will ein paar Muckis aufbauen, deswegen schadet ihm da ein bisschen Honig nicht. Es sind ein paar extra Kohlenhydrate, die man nicht in Form von Reis oder halt hochvolumigen Kohlenhydratquellen konsumieren muss. Greek-Joghurt ist tatsächlich gar nicht dumm. Gerade wegen den Bakterien, den Milchsäurebakterien, kann es tatsächlich die Verdauung verbessern. Verdauung wird in Zukunft ein riesen Thema sein. Ich habe das jetzt die letzten Wochen und Monate schon gemerkt. Dieses Thema ist noch nicht ganz ausgeschlachtet. Da gibt es noch ganz, ganz viel zu lernen und viel für euch und für mich auszuprobieren. Verdauung ist nämlich der Ursprung aller Dinge. Des Muskelaufbaus, der Erholung. Wenn das nicht stimmt, Leute, dann stimmt die ganze Kette nicht. Ich kann es euch schon mal sagen, das wird noch groß thematisiert. Okay, wir haben hier 17 Gramm Protein, 29 Gramm Carbs, 22 Gramm Fett. Okay, fehlt mir auch noch ein bisschen Protein. Also so in der ersten Tageszeit fehlt mir einfach ein bisschen Protein. Haben wir insgesamt 40 Gramm. Ja, es ist nicht wenig Protein, aber es könnte besser sein. Ich würde es dafür an anderen Zeitpunkten vielleicht reduzieren. Aber wir schauen weiter. Mahlzeit 3, und die wird relativ groß, mit über 700 Kalorien, 60 Gramm Protein, 34 Gramm Kohlenhydraten und 37 Gramm Fett. Okay, Hähnchenbrust, Quinoa, Brokkoli, Olivenöl. Gibt es Lebensmittelauswahl technisch gar nichts zu meckern. Sind sehr hochwertige Lebensmittel. Also makrotechnisch
gibt es jetzt auch nichts zu meckern. Ich sehe allerdings ja, wie gesagt, relativ wenig Kohlenhydrate. Da könnte man vielleicht etwas nach oben gehen, einfach um die Ausgewogenheit der Mahlzeiten an sich etwas besser auszugleichen. Ich bin mir sicher, da kommt noch eine Mahlzeit, oder kommt noch eine Mahlzeit, wo wir relativ viele Carbs haben, deswegen wir schauen weiter. Mahlzeit Nummer 4, der Nachmittagssnack. Magerquark, Erdbeeren und Honig. Da kann ich schon mal das erste Mal meckern, und zwar Magerquark ist zwar an und für sich ein gutes Lebensmittel, auch verdauungstechnisch, proteinquellentechnisch, an und für sich ein gutes Lebensmittel, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist nicht korrekt, denn wir haben hier ein Casein. Caseinproteine sind, wie ihr wisst, für eine Proteinversorgung über einen längeren Zeitraum hervorragend gedacht. Warum ist das so? Ich versuche es mal möglichst kurz zu erklären. Ein Whey-Protein und ein Casein sind beides Molkenproteine. Mit dem Unterschied, dass ein Whey relativ schnell und leicht verdaut wird und ein Casein sehr langsam verdaut wird. Der Unterschied an diesen Proteinquellen ist, dass ein Caseinat oder ein Casein an die Opiatrezeptoren im Magen andockt und dadurch die Aufnahme verlangsamt wird. Leider gilt diese verlangsamte Aufnahme nicht nur für das Protein, sondern für alle anderen Mahlzeiten auch. Das heißt, er könnte potenziell Gefahr laufen, den Hunger zu verlieren. Und damit ist gefährlich. Ich würde den Magerquark immer auf abends legen, also nicht auf mitten am Tag und vor allem, Leute, nicht morgens. Morgens bitte kein Magerquark, stellen sich die Nackenhaare bei mir oder die Haare auf der Schulter. Ey. Okay, also groß gemeckert hier, Magerquark raus damit, was leicht verdaulich ist. Es könnten Shrimps sein, es kann Fisch sein. Rind würde ich jetzt über den Tag nicht unbedingt essen, das ist so vorm Gym noch, glaube ich. Ja, danach kommt Pre-Work, ich würde es auch nicht vorm Gym essen. Das liegt meistens schwer im Magen. Ich würde tatsächlich auf was leicht verdauliches wie zum Beispiel Fisch setzen. Das macht schon Sinn. Dann haben wir Pre-Workout. Reisbrei, Whey-Protein. Typische Pre-Workout-Mahlzeit, macht Sinn, leicht verdaulich. Wir haben hier Kohlenhydrate. Allerdings 30 Minuten bis 40 Minuten. Ich glaube nicht, dass der Reisbrei so schnell verdaut ist. Ich würde das tatsächlich etwas früher essen. Oder Reisbrei mit Banane. Das sorgt dafür, dass wir einen höheren Zuckeranteil haben, es eventuell schneller im System ankommt und schneller im Blut und schneller verfügbar und ne, worum es eigentlich geht in dem Pre-Workout. Anyway, keine schlechte Lebensmittelauswahl. Post-Workout, Gummibärchen, Whey-Protein. Und seht ihr, da haben wir es schon. Wir haben hier einmal 80 Gramm Carbs, gefolgt von 70 Gramm Carbs. Jetzt kommen wir zu der Sache, die das Ganze wieder klug macht. Er versucht rund ums Training viel Kohlenhydrate zu konsumieren, was absolut sinnvoll ist, weil das ist der einzige Zeitraum, wo wir wirklich Kohlenhydrate brauchen und wo ich sage, da macht es wirklich Sinn, Kohlenhydrate zu konsumieren. Ansonsten sind Kohlenhydrate der am zu vernachlässigste Makronährstoff überhaupt. Wir haben einen riesen Benefit durch Kohlenhydrate, dass es Insulin ausschüttet. Insulin ist anabol, das shuttelt so ein bisschen Nährstoffe und hier und da, aber in seinem Fall macht es auf jeden Fall Sinn, die Kohlenhydrate rund ums Training zu packen, wobei ich glaube, dass er nicht in der Position ist, darauf aufpassen zu müssen, wann er Carbs isst. Ich glaube, der Kerl hier hat so viel Essen, der könnte den ganzen Tag Carbs fressen. Also die Notwendigkeit, die Carbs rund ums Training zu legen, ist nicht unbedingt gegeben. Es sei denn, er benutzt Insulin, aber dazu kommen wir noch. Ich glaube nämlich, der Kerl benutzt Insulin. Dann würde es wieder Sinn machen. Ihr merkt, dieses ganze Dreh- und Angelspiel ist sehr sensibel, wenn es auf die einzelnen Komponente ankommt. Deswegen sage ich immer, du kannst nicht nur das Essen beurteilen. Du kannst nicht nur einen Trainingsplan verfolgen. Das muss einhergehen. Ein Trainingsplan muss einhergehen mit ordentlichem Essen. Ein ordentliches Essen muss einhergehen mit guter Verdauung. Da muss der Schlaf dazu passen. Da muss der Stoff zur Ernährung passen. Das Training muss zur Recovery passen. Die Supplements müssen alles ab. Also alles muss ineinander greifen. Wenn das nicht der Fall ist, dann läuft das System nicht ganz rund. Und ich sehe ganz viel Potenzial, deswegen auch dieses Format, dass man einige Dinge optimieren kann. Deswegen machen wir das hier. Gehen wir weiter. Mahlzeit 5, Abendessen, Lachs, oh, hervorragend, mit Süßkartoffeln, geil, Grünkohl, Avocado. Erstmal, bevor ich hier weiterlese, bombastische Lebensmittelauswahl. Junge, top, top-notch.
Lachsfilet, wir haben Omega 3 drin, wir haben eine gute Proteinquelle, Süßkartoffeln ist für die Mikronährstoffe hervorragend geeignet, Grünkohl bombastisch für die Verdauung, Avocado tolle Fettquelle, wirkt entzündungshemmend, schmeckt total gut in Makronährstoffen, 50 Gramm Protein, 50 Gramm Kohlenhydrate, oh, sehr viel Fett. Aber an sich, wenn es mit dem Insulin gut getimt ist, wenn das alles hinhaut, bombastisch gibt es. Also das ist eine richtig gute Mahlzeit. Letzte vom Schlafengehen, Hüttenkäse habe ich gestern auch gegessen. Es war ziemlich geil, war gegrillt. Gegrillter Hüttenkäse. Walnüsse, top. Nüsse bin ich ein riesen Fan von. Also Haufen Mikronährstoffe, tolle Fette, kann man leicht essen, kann man gut snacken, schmecken gut. Hüttenkäse, auch hier wieder die für die Bakterien, für den Magen-Darm, toll gewählt. Also gibt's nichts zu melden. Essen ist an und für sich super, also auch hier 90% geil, Magerquark würde ich vielleicht tauschen. Und jetzt schauen wir mal, ob das Ganze sinnvoll ist in Bezug auf Stoff. Hier kommt nämlich, wir gehen mal hier den Chat durch. Ah, schau mal hier. Hier haben wir 500 Milligramm Testo-E, 400 Milligramm DK, 400 Milligramm Trosta, also Masteron-Enantat, 4 Einheiten HGH, 6 Einheiten Insulin vor und 6 nach dem Sport. Okay, also nochmal kurz zu dem Insulin-Thema. Insulin ist ein Medikament, was dafür sorgt, dass wir Blutzucker in unsere Körperzellen schieben. Zuerst mal unrelevant in welche Zellen. Das kann die Leber sein, wo Zucker gespeichert wird. Das kann Fettdepots sein, das kann die Muskeln sein. Ich glaube, dadurch, dass er vor dem Sport Insulin benutzt, es sollte wahrscheinlich ein Rapid-Insulin sein, dass er den Insulinspiegel erhöht, einen Haufen Kohlenhydrate konsumiert, was er ja faktisch tut, diese dann durch den Stimulus im Training in die Muskulatur shuttelt, muss man nur aufpassen, dass das Intra hoch genug dosiert ist mit Kohlenhydraten, weil sonst schiebt er allen seinen Blutzucker in die Muskeln, trainiert dann noch, verbrennt oder haut Blutzucker raus, weil er das als Energie braucht und wird dann unterzuckert. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber ich denke, der Kerl hat das schon ganz gut raus. 6 Einheiten vorm Sport wäre mir tatsächlich zu viel. Ich glaube, da würde ich wackeln wie so, ich glaube, da würde ich schwitzen, Alter, wie eine Hure in der Kirche. 6 nach dem Sport kann man machen, danach chillt man in der Regel und isst, da sollte nichts schief gehen. Stoff an sich haben wir eine Stoffmenge von 1300 Milligramm in total. Das ist so, das ist okay, das ist jetzt nicht riesig viel. Ich habe da schon andere Sachen gehört. 1300 Milligramm die Woche an anabolen Steroiden ist okay. 4 Einheiten Wachs kann man machen, das ist so, da beginnt der ganze Spaß. Auch schon Sachen von 20, 30 Einheiten gehört. Kenne auch einige Jungs, die 20 Einheiten fahren. Also 4 Einheiten ist so, da hört Anti-Aging auf und fängt, da hört, also da spricht man langsam von Benefits für Muskelaufbau. Also theoretisch könnte man da noch locker verdoppeln. An den anderen Sachen, Testo-E, DK, Drosta, die Kombination ist okay. Wir haben hier Testo-E, was relativ stark aromatisieren könnte. DK kann aromatisieren, auch Prolaktin erhöhen. Und Drosta ist ein DHT, was vielleicht ein bisschen die Aromatase so abfängt, aber trotzdem noch anabole, androgene Teile mit einbringt. Da muss man schauen, halt wie das Östrogen ist, ob die Nippel anfangen zu jucken, ne, ob solche Dinge. Aber an und für sich macht das Sinn. Ich habe ungefähr, also ich habe ungefähr eine ähnliche Stoffauswahl. Ich habe auch Testo, ich habe auch DK. Ich habe allerdings Primo, kein Drosta. Primo ist so der Nice Guy unter den Steroiden, so, der tut keinem weh, der ist immer lieb, der macht seinen Job so. Primo, ich bin ein absoluter Primo-Fan. Okay, Trosta ist so, naja, es ist auch kein, es ist nicht so ein extrem hartes Hau-drauf-Steroid. Trotzdem gehört es schon so zu den ambitionierteren, kann man sagen. Ne, Insulin ist auch nicht wahnsinnig hoch. Ich habe schon Sachen von über 100 Einheiten am Tag gehört und gesehen, also tatsächlich in der Praxis. Ist bei ihm zum Glück nicht notwendig, hoffe ich nicht. Wir schauen uns gleich ein Bild an. So was haben wir noch geschrieben. Sein Ziel ist es, mit mir zusammen auf der Olympiabühne zu stehen. Okay. Momentan hat er 106 Kilo, 1,83 und ist 26 Jahre alt. Der Name wird hier natürlich rausgenommen. Robin heißt er. Darf ich Bilder verwenden? Ja, okay.
solange die Polizei nicht bei mir vor der Tür steht. Ja, habe ich auch gesagt, hier, wir machen lieber Nummer sicher. Ich will hier nicht Leute an die Polizei verkaufen. Das ist Ehrenkodex, liebe Leute. Der Kodex der Verbrecher. Da wird nicht verraten, da wird nicht geredet. Man redet nicht mit der Polizei. Nein, einfach nur aus Sicherheitszwecken machen wir das nicht. Okay, schließen wir das ganze Ding mal hier, machen wir Screen-Video zu Ende. Knackige halbe Stunde. Übrigens, ich bin jetzt hier der Vorzeige-Influencer, falls ihr es gesehen habt. Das Collagen Pro und die Master Amino Pattern Yummy EAAs sind gerade im Sale. Für 20% könnt ihr mal ein bisschen shoppen gehen. Unten findet ihr den Link in der Beschreibung. Jetzt habe ich hier mein Influencer-Dasein ausgelebt. Jetzt kann das da auch weg hier. Schmeckt übrigens super lecker. Ne? Schmeckt nach Eisbonbon, kann man schon empfehlen. Rundum, der Herr Robin macht an und für sich einen guten Job, glaube ich. Er sieht gut aus. Ihr habt mittlerweile ein Bild von ihm gesehen. Übungsauswahl gut gewählt. Wir haben Lebensmittelauswahl gut gewählt mit kleinen Haken dahinter, wie zum Beispiel Magerquark und der Gluttag und vielleicht ein bisschen Volumen und so. Stofftechnisch kann ich nicht meckern. Das ist so ein guter Cycle an und für sich. Die haben das Deka drin, das schützt ein bisschen seine Gelenke. Wir haben das Testo drin. Das hat was mit Libido zu tun, psychischer Gesundheit und psychischer Fitness und covert auch so ein bisschen die Trägheit, die man teilweise durchs Deka bekommen kann. Das Masteron fängt ein bisschen die Aromatase ab. Da müsste man eventuell mal gucken, ob man einen Aromatase-Inhibitor mit einbaut oder eventuell die zu aromatisierenden Steroide etwas niedriger macht. Aber an und für sich gibt es nichts zu meckern. Tolles Ding. Cardio habe ich jetzt nicht gelesen. Cardio ist auch so ein Part. Da geht es eher so um Verdauung, ganzheitliche Gesundheit, Durchblutung. Ich bin kein Fan davon, Cardio zwangsweise für ein Kaloriendefizit verantwortlich zu machen. Also ein Kaloriendefizit sollte man anders generieren. Dennoch sollte Cardio ein ständiger Begleiter sein. Auch ich mache in der Offseason jeden Tag Cardio. Auch wenn es nur 20 Minuten ist, es hilft mir, morgens gut in den Tag zu starten, besser zu verdauen, so alles mal so ein bisschen in den Flow zu bringen. Da hält sich das Wasser nicht so krass und ihr wisst Bescheid, einfach ein paar Steps machen und so. Okay, liebe Leute, ich hoffe, euch hat das gefallen. Bitte schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wenn ich euch irgendwie helfen kann, wenn ihr eine spezifische Frage zu irgendwelchen Übungen habt, zum Essen, zum Stoff. Kommentarbox gehört euch. Das war's jetzt von mir. Unbedingt mal bei Peak vorbeischauen, die haben immer coole Aktionen, auch wenn das Video jetzt etwas älter ist, wenn du es schaust, schau mal vorbei, ist wahrscheinlich gut was im Sale, mit dem Code Mike kriegst du natürlich immer den besten Preis. Das war's jetzt von mir, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, adieu.